Liebe Gemeinde, ich möchte heute Lydia Bloch interviewen. Sie ist Gemeindepädagogin und wird uns etwas unterstützen. Doch ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen. Hallo Lydia, erzähl uns doch mal erstmal was zu deiner Person. Wer bist du? Ja, gerne. Mein Name ist Lydia Bloch, ich bin 38 Jahre alt, komme gebürtig aus Nordhessen. Dann hat es mich allerdings mal nach dem Abitur für ein Jahr nach Büsum an die Nordsee verschlagen. Von da aus nach Freiburg, da habe ich studiert, Religionspädagogik und Sozialpädagogik. Nach meinem Studium habe ich im Kaiserstuhl gearbeitet und war dort erst in einem Pflegeheim und dann in der Seniorenbegegnungsstätte drin. Und habe dann wieder mehr geschaut, dass ich ja, meine Fachlichkeit auch im kirchlichen Kontext nutze. Und habe deutschlandweit geschaut und bin tatsächlich im evangelischen Dekanat Bergstraße in Bickenbach gelandet. Da habe ich eine Stelle angenommen mit 75% in der Seniorenarbeit und war auf einmal wieder in Hessen. Wie lange bist du denn schon im Dekanat Bergstraße und was waren deine Schwerpunkte hier? Ich bin Juni 2012 gekommen, das heißt jetzt knapp 9 Jahre. Und ich war 5,5 Jahre in Bickenbach auf der Stelle, hatte dort eben gemeinsame Seniorenarbeit als Schwerpunkt, habe auch die Arbeitsgruppe Demenz an der nördlichen Bergstraße geleitet mit Angehörigen, Gesprächskreis und Entlastungsangeboten, auch mit Vorträgen. Ganz viel Arbeit geschah eben dann auch im Dekanat, also mit den anderen Gemeindepädagogen, Kolleginnen, was zusammen machen, was erarbeiten. Die Konzeption schreiben beispielsweise, also tatsächlich gehört in meinem Job auch ein bisschen Bürokram dazu. Ansonsten war es für mich dann mal wieder Zeit für einen Wechsel, aber ich wollte gerne im Dekanat bleiben und das hat klappen können. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren auf einer Projektstelle mit Sitz in Fürth. Da ist die Zielgruppe Generation 55+. Das heißt, es sind Stellen, die von der Landeskirche eingerichtet wurden, auf die sich die Dekanate bewerben konnten. Und wir haben auch den Zuschlag ins Dekanat bekommen, um dort eben diese Zielgruppe, die in Kirche durchaus aktiv ist, aber keine eigenen Angebote erhält, mal mit in den Blick zu nehmen und dort zu schauen, was kann man mit Menschen zwischen beispielsweise 55 und 70 Jahren in Kirche gestalten. Erklär uns doch bitte mal, was grundsätzlich Gemeindepädagogen eigentlich so tun. Gemeindepädagogen kennt man klassischerweise hauptsächlich eher im Kinder- und Jugendbereich. Es gibt viele, die tätig sind in Kirchengemeinden angestellt und dort von, Krabbelgottesdiensten über Jungscharen oder auch Kindergottesdienst verschiedene Angebote machen für auch Konfirmanden, für Jugendliche. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, als Gemeindepädagoge zu arbeiten. Es gibt deutlich weniger Stellen, es gibt verschiedene Fachbereiche. Wir haben im Dekanat eine Kollegin, die für die Arbeit mit Kindern und Kirche zuständig ist. Wir haben die Dekanatsjugendreferenten. Wir haben aber auch Leute, die eben mit dem Schwerpunkt Seniorenarbeit arbeiten. Es gibt Leute, die sind in der Seelsorge aktiv. Und so ist es doch ein bisschen größeres Feld und auch mehr Leute, die wir im Bereich der Gemeindepädagogik erreichen. Im Prinzip ist das eine Arbeit, die ein Stück weit Pädagogik im kirchlichen Kontext versucht in die Wege zu leiten. Also nicht nur Wissensvermittlung, was man dann vielleicht aus dem schulischen Religionsunterricht oder aus dem Konfirmandenunterricht kennt, sondern wirklich auch Gott erleben im Alltag, in verschiedenen Aktivitäten. Und das muss nicht bei Kindern und Jugendlichen aufhören, sondern darf auch ganz praxisnah anderweitig geschehen. Und es ist ganz spannend, sich in diesen Bereichen auseinanderzusetzen und wirklich ja, Gott erlebbar zu machen, Gott in den Blick zu nehmen, zu gucken, was bedeutet mein Glaube in meinem Alltag und da ein Stück weit ins Gespräch und Austausch zu kommen, reflektieren anzuleiten, voneinander zu profitieren. Deine Projektstelle heißt also 55+. Was können wir uns da genau für uns darunter vorstellen? Ja, wie eben kurz erwähnt, es geht darum, hauptsächlich als Wunsch und Ziel der Gemeinde, der Landeskirche zu schauen, wie kriegen wir Menschen in der Zielgruppe in den Blick, die schon auch noch sich kirchenverbunden fühlen, die dazugehören, die häufig auch mitmischen, die beispielsweise in Kirchenvorständen aktiv sind oder verschiedene Gruppenangebote leiten oder beim Gemeindefest immer tatkräftig mit anpacken und unterstützen.
Wie schaffen wir es, diese Menschen zu erreichen und Veranstaltungen für sie zu konzeptionieren? Etwas, was ihnen auch die Möglichkeit gibt, aufzutanken, dass sie nicht nur quasi als Ehrenamtliche gesehen werden, sondern auch davon profitieren können. Das ist so ein bisschen die Ausgangsfrage gewesen. Und der klassische Seniorennachmittag ist einfach noch nichts für die Generation. Man fühlt sich nicht alt. Man ist auch noch nicht das dritte Lebensalter, wie man vielleicht eingestuft wird, wenn man jetzt im geragogischen Sinne drauf schaut. Aber es geht darum, eben zu schauen, wo sind die Menschen dran interessiert, worauf haben sie Lust. Das muss kein regelmäßiges Angebot sein, was einmal im Monat stattfindet. So verbindlich möchten viele auch gar nicht sein, sondern wirklich, wo ist die Kirche in meinem Leben? Welche Lebensthemen sind da? Wo gibt die Kirche mir Raum, mich zu entfalten, mitzugestalten? Nicht nur als eben dieses, was man von Ehrenamt oder Kirche häufig kennt, ich halte den kleinen Finger hin und bin dann gleich irgendwie in 5 Ehrenämtern gefangen, sondern wirklich, ich bin daran interessiert, Menschen hier auch zu treffen, kennenzulernen, die vielleicht mit einer Idee, mit einem Wunsch auf mich zukommen. Es wäre doch mal schön, wenn wir. Könnten Sie uns dabei vielleicht unterstützen? Da wäre ich gerne interessiert, mit Ihnen weiterzudenken, zu überlegen, wo kann ich was ermöglichen, wo kann ich Raum schaffen, wo haben Sie Ideen für eine Veranstaltung, für ein Projekt, was wir hier anregen können, wo wir Menschen und Themen und Interesse in den Blick nehmen und eben nicht nur gucken, was hat die Kirche, was hat die Gemeinde davon, dass hier etwas stattfindet. Oh, das hört sich alles schon ziemlich gut an. Es stellt sich mir die Frage, wie starten wir genau? Wie geht's los? Wann und wie können wir mit dir in Kontakt treten? Also wir, natürlich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen hauptsächlich. Ja, im Prinzip ist das jetzt schon ein Stück des Starts. Also ich habe mich im Kirchenboten vorgestellt. Wir wollten die Homepage füttern und jetzt eben auch den YouTube-Kanal. Das heißt, wir sind quasi im Startprozess. Aber konkret, wie kriegt man mich? Ich habe mir überlegt, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Hier in der Kirche in Lindenfels ist ja auch Testzentrum. Und zu ähnlichen Zeiten, also 16 bis 17:30 Uhr, würde ich mich an 4 Nachmittagen im Juni hier gerne auf dem Außengelände, auf dem wir gerade auch drehen, aufhalten und wäre für sie ansprechbar. Wir haben das konkret schon terminiert, sie werden es gegebenenfalls auch noch im Schaukasten sehen und aus der Tagespresse entnehmen können. Am 15., 18., 22. und 25. Juni bin ich hier vor der Kirche in Lindenfels von 16 bis 17:30 Uhr für sie da und bin gespannt, wie wir ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf ein Kennenlernen. Ich freue mich drauf, wenn sie einfach die Zeit nutzen und mit mir ins Gespräch kommen. Etwas längerfristig ist dann geplant mit ein paar Kontakten, die ich habe, die ich auch von Kirchenvorsteher, Vorsteherinnen, von der Pfarrerin genannt bekomme, auch in Kontakt zu treten, zu hören, was brauchst du hier vor Ort, was brauchst du in der Region, was ist eine Möglichkeit, was anzubieten und ins Gespräch zu kommen, wie können wir gemeinsam planen. Corona ermöglicht gerade vielleicht nicht alles, was wir sonst kennen und gewohnt wären, aber es verhindert auch nicht alles. Insofern freue ich mich auf die Möglichkeiten, die wir haben und bitte, sie zu nutzen. Meine Kontaktdaten werden bestimmt auch eingeblendet oder in der Videobeschreibung zu finden sein. Insofern melden Sie sich gern bei mir. Ja, vielen Dank, Lydia, dass du dich den Fragen gestellt hast. Ich möchte dich an dieser Stelle im Namen des gesamten Kirchenvorstandes auch ganz herzlich willkommen heißen. Wir kommen ja jetzt bald in eine Situation, wo wir über jede Unterstützung dankbar sind und wir freuen uns ganz dolle, dass du damit am Start bist. Und ich glaube, ich kann auch im ganzen Namen der Kirchenvorständler sprechen, wenn ich sage, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich hier wirklich willkommen und es ist schön und ich freue mich auf das, was hier wachsen kann. Dankeschön. Super.